Diesen Sonntag habe ich die Ehre und Genuss, mit meinen Freunden von dem Rundfunksinfonieorchester Berlin in Otto Beuren Bruckners 7. Sinfonie zu spielen. Es ist sehr bekannt, dass Bruckner sehr angetan war durch die Tatsache, dass Wagner nah am Tod war, in der Zeit, als er das geschrieben hat, die Sinfonie. Und dann, es gibt auch die Geschichte, dass er die Nachrichten gehört, dass Wagner tatsächlich tot ist, und dann hat er diesen Schrei geschrieben für die Hörner. Eigentlich aber die Tatsache, dass er überhaupt die Wagner-Tuben genutzt hat in einer Sinfonie, ist schon eine wirkliche Widmung an Wagner. Und diese ganze Satz ist eigentlich wirklich wie eine Elegie und wie ein tiefster Ausdruck von Traurigkeit und Schönheit auch. Es ist eine sehr schöne Zeichnen von einem Künstler zu dem anderen, von einem Komponisten zu dem anderen. Und das ist wahrscheinlich einer der schönsten langsamen Sätze überhaupt in der Geschichte und vor allem von allen Sinfonien Bruckners. Ich liebe diese Musik einfach, und vor allem, wenn man das mit so einem Orchester musiziert und spielt, bei dem es ist wirklich ein Teil der Tradition, und sie kennen alle Bruckner Sinfonien fantastisch, vor allem durch die Zusammenarbeit mit Herrn Janowski für viele Jahre. Und das ist natürlich bei jeder Dirigent ein bisschen anders vielleicht, und wir haben so eine schöne Chemie. Jedes Mal, wenn ich mit diesem Orchester arbeite, das ist immer eine große Freude, schon bei der Arbeit. Man entdeckt immer diese Musik und die Schönheit von dieser Musik immer neu.